done. You made it. Yep. Were you worried? Not especially. Ouch. Come on, you could have worried about me a little bit. I just estimated your power and weighed it against that of your enemies. And I was right. Huh. Want to see if your estimates were really correct? Whoa, I don't think that's necessary. Probably not. Sorry, I'm still in kill everything mode. I'll switch it off. You really are impenetrable sometimes. Hey, quit laughing! Although, you're always such a frowny Freddy. Maybe it's okay once in a while. Make up your mind. Gedämpfte Klinge erhalten. Ach, meine Fresse. Das war noch haarscharf. Eine neue Kampfoption. Spaltungsabwehr. Schäden durch mythische Arte können durch Drücken von X, wenn das Arte betrifft, halbiert werden. Gilt pro Treffer. Schäden durch mythische Arte können durch Drücken von... Ich bin verwirrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Waffe ist ja sau schlecht. Ach, sie ist ja. Nee, die beiden sind die einzigen, die SA4 haben. Okay. LT. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gibt's irgendwas Neues hier? Ja, Begabung Taum. Okay. Damit haben wir das auch erledigt. Puh. Gut. Wir verschwinden jetzt erstmal. Beziehungsweise ich speichere erstmal ab. Sicher ist sicher. So, dann reisen wir in der nächsten Stadt, Gasthaus. Weil wegen das hier, Haltmüdigkeit, Gift, stellt KP. Nehmen wir die Kebab-Pizza. What are you doing? I'm fusing different types of equipment together. Oh, you mean the thing that's a royal pain and takes forever? By fusing equipment, you bring out its full potency and create something entirely new. Isn't it wonderful? Boy, I'll say. We Seraphim have plenty of time on our hands, so it's important to have hobbies. That's your hobby? Scheint wohl, dass es ihr Hobby ist. So, ich hoffe mal, ich kann hier meine Sachen auffrischen. Was hat sie jetzt bekommen? Edna hat irgendwas bekommen? Is it just me? Or does the village have more malevolence than before? I feel it too. Mehr Bosheit hier? Oh mein Gott. Aber erstmal möchte ich gerne mal in den Laden kaufen. Alles voll machen, bitte. Danke. So, okay. Es ist nur Zufall, dass ich hier hingegangen bin. Aber gut, hier gibt's irgendwas. Are you looking for Chief Slenge? Yes. I'm an acquaintance of the Chief, and... I'm sorry, but the chief is indisposed right now due to illness and will not be taking visitors. What? He is? But be of good cheer! In the name of the shepherd, I vow to heal this noble servant of the people! Oh, so you're the shepherd, are you? Nothing escapes your eye, my lady. Indeed, I am the renowned, the incomparable Shepherd Melfor!
who can't see us in the slightest. All hail the mighty shepherd. I can tell from your unique accoutrements that you wish you were a shepherd as well. Eminently understandable, but I cannot recommend it. The shepherd's life is one of solitude. He spends his days in constant battle, unappreciated by the world he cherishes. Okay? In any case, rest assured that the village chief is in the caring hands of Shepherd Malfour. Do you think it's malevolence that's causing his illness? Is the chief even sick? I don't trust that guy. But we do know that the amount of malevolence in this village is increasing. Let's start by reviving the blessing of Gadadin. We can worry about the chief after that. Makes sense. That's the real shepherd's job, after all. Möchtegern Hirte. Was wollte ich denn jetzt? Ach genau. Ednas Regenschirm, umändern, den Stärkeren anziehen. Ich habe gesehen, einen echten Dreckegel in der Jiederhöhle. Did that kid have resonance or something? That dirt leech he talked about is a Hellion, isn't it? Yes. It's a very troublesome Hellion with high vigilance. It'll be difficult to catch it. In der Jiederhöhle? Aha. Gibt's hier noch was? Moment. War das jetzt schon alles? Oder warte mal, was haben die noch zu reden? Das hast du dir ausgedacht. Dreckegel gibt es gar nicht. Hey, kein Unsinn mehr. Der Unterricht fängt gleich an. Du lügst aber nicht sehr gut. Sowas gibt es gar nicht. Ich habe einen gesehen, einen echten Dreckegel in der Jiederhöhle. Das muss ich mir merken. Das ist so eine Art Sidequest. Und Thiel lungert einfach mal einen weiteren Normen rum. Aha. Ja, packen wir direkt hier drauf, hier ist nichts drauf. Gut, aber wir gehen nochmal zurück. Oh, hier ist sogar noch ein roter Rosmarin. Warte. Wenn wir nach Heilung zurück können, suchen wir den nächsten Schrein. Okay, sind das alles Nebengespräche oder sind das jetzt alles Sidequests, die ich noch gar nicht erfüllt habe oder wie? Oder Dreck-Alien. Einige sagen typische Probleme. Could we ask Axio for his blessing? He is a protector seraph, responsible for the trial. It's probably better to find someone else. Okay, das geht schon mal nicht. Naja. Damsee kann ich nicht rein. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Es liegt, glaube ich, daran, dass hier immer noch kein... Ja, bis hierhin komme ich. Und ich kann auch nicht zurücklatschen. Sind das die Schmelztiegel, die da eingezeichnet sind, oder was? Ja, hier zur Ehrenprüfung einmal zurück. Mich dann noch komplett umschauen. Nein, nicht hierhin. Ah, verdammt. Wähle ich nur, da müssen wir gleich auch rein.
Moment. Eingang. Das war das. Falsche Richtung. Hier wollte ich hin. Wo war das jetzt? Das war... Da unten sind noch die Mannequin, die ich ansprechen möchte. Und hier war irgendwo noch ein rotes Kraut. Und eine Truhe, glaube ich, nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber lasst uns in Ruhe. Wenn nicht, dann willst du eine Lektion auf die harte Tour lernen. Du willst die Macht einer Savage Artist kennenlernen? Vor 5000 Jahren haben alle Hoffnungen in dieser Welt verloren, aber... Wie jetzt? Das war's? Das war's? Sehr merkwürdig, okay. Na denn? Da, mystische Arte. Ich hab keine Ahnung, wie man sie... Ulrich, manuell ausführt. Das ist echt verzweifelnd. Incredible knife handling. Do you have anything? I'm not hiding anything, I swear. Levelaufstieg für Mikleo. So, wo habe ich denn jetzt noch das gesehen? Ne, da war es nicht. Haut mal ab hier. Schmelztiegel habe ich entdeckt. Schau mich jetzt nochmal hier gründlich um. Dann gibt es ja da hinten noch ein Stück. Da haben wir schon mal eine Silbertruhe, die ich übersehen habe. Also beziehungsweise in der letzten Aufnahme habe ich die übersehen. Streberbrille, Dekoration. Schauen wir uns die mal an. Oh Mann. Kann die nicht anders aussehen? Ich verstehe nicht, warum... Da ist das rote Kraut, was ich meinte. Ich weiß nicht, warum das immer so komisch aussehen muss. Roter Rosmarin. Ja, ich bin ready. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Auge besiegen können. Eigentlich hatten wir es ja fast down gehabt. Greifen die eigentlich an? Bei Aussterben? Ja, die greifen an. Okay. So, ich möchte gerne einfach hier weiter. Kurz das zerstören, denn hier gibt es auch nochmal Truhen und ein Monolith. Vielleicht finde ich ja noch ein, wo nochmal steht, was über mythische Arte. Wäre nicht verkehrt für mich. Okay, alle Getränke haben wir genug. Und da haben wir sogar noch ein rotes Kraut. Seraphim-Wechsel. Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Aber danke. So, jetzt waren wir auch hier oben. Yay. Und ab geht's in die U3. Ich würde sagen, Sicherheitsspeicher anlegen. Und ab in die U3. Wähle ich U3. So, ja, toll, jetzt ist die Zeit natürlich nicht so reif, wie ich die haben wollte. Okay, ich überbrücke das jetzt gerade mal. Ich würde das gerne im nächsten Part machen, mit den Dingens, dann ist es ein schöner Abschnitt. Weil das kann ein bisschen dauern. Wir gehen eben kurz mal fusionieren und verkaufen. Das passt dann.
Verschmelzen. Haben wir irgendwas? Grausiger Dolt. Pergament. Das war's, das war's. So. Ich hab's gleich. Verlangsam. Ich hab's nicht. Okay, das war's auch schon. Muss ich gleich mal gucken, ob das was bringt. Bei ihm war das. Was war das? Die Schuhe? Nein. Die edle Weste. Boah, ist es mir wirklich wert? Ich rüste mal im kurzen Hirte aus. Machen das so. 4. Das ist auch fast Max. Auch fast Max. Auch fast Max. Ich würde sagen, was macht das denn hier? Wir nehmen das hier. Nehmen wir mal diese besonderen Titel hier. Okay. Wird nicht einfach, wird nicht einfach. Wir speichern gleich drin. U3.